Papa Platte wollte ich mir noch reinziehen, stimmt. Papa Platte, klar, 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 klar. Wie fange ich dieses Video an? Oh mein Gott, dramatisches Intro. Digga, Kevin, erstmal hast du da Scheiße zwischen den Zähnen und zweitens, lass dir mal bitte ein Bart wachsen, Digga, damit ein bisschen was von deinem Gesicht wenigstens verdeckt wird. Die meisten von euch können sich wahrscheinlich daran erinnern, dass ich mal vor 5 Monaten einen Diss-Track gemacht habe gegen Antonia zusammen mit RZE. Probierst all deine Formate unter anderem bei mir, aber guck mal auf die Zahlen, ist der Andrang bei mir. Und ja, wie soll ich sagen, Freunde, seitdem... Mit Bart sieht Kevin deutlich besser aus, no joke. Dem hat sich einiges geändert, was das Musikding angeht. Und zwar habe ich angefangen, so auch meine eigenen Songs zu schreiben und selber einzurappen und so. Und deswegen dachten wir uns, wäre es doch mega, mega funny, wenn wir einfach einen Mix- und Master-Guy hierher holen. Jemanden, der hier Videos macht, also mein Cutter. Und Danny halt. Katholische. Aber Danny war nicht nur da für Musik, aber... Dazu später, Freunde. Dann haben wir uns alle Corona testen lassen und haben uns hier eingeschlossen in meiner Wohnung für 72 Stunden, um einen Rap-Track zu machen plus Musikvideo. Ihr kennt wahrscheinlich diese Netflix-Doku über Travis Scott oder diese UFO-Album. Kevin sich einfach mal mit Travis Scott gleichsetzen. Ja! Vlogs, die er macht. Das hier ist quasi die Budget-Version davon. Die Low, Low, Low Budget Version. Also das hier ist kein normaler Vlog oder so, sondern wir haben mehr so versucht, den Vibe zu catchen von diesem Behind the Scenes. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Das sind hier die Backstage-Aufnahmen. Ja, ja. Alter. Schlecht, schlecht, schlecht. Esse nur noch Danny Burger, keine Chicken Nuggets. Fuck, deine Mama kommt zu mir und kauft mir meine Nuggets. Ich weiß es nicht. Adorno wollte ich. Ich wollte gerade drauf einen Film. Hallo, was? Was machst du da? What the fuck? I got read Papa Platte in my room, holy shit! Hier musst du mir erstmal einen Baklava. Florida Lady. Du bist so kalt wie Eis. So kalt wie Eis. Florida Lady. Doch du machst mich so ha, heiß. Heiß. Boah, Digga, so ein geiler Track, holy shit. Du bist so kalt. Es gab auch noch unter anderem diese Situation hier, wo wir versucht haben, uns eine Shisha anzumachen. Dude, what the fuck? Wir haben eine Shisha-Kohle gemacht. Ich mach mal das Feuer aus. Ja, wir brauchen noch den Content. Ah, perfekt, die Kaffeemaschine hat ja nicht 2K gekostet. Danny, wir brauchen schnell, das brennt immer noch. Alter. Bro, es hört nicht auf, es hört einfach nicht auf. Junge, die Kaffeemaschine geht an. Digga, wie funktioniert die Kaffeemaschine noch, Bro? What the fuck? What the fuck? Kevin und Danny... Mit Geld in einer Wohnung zu lassen, ist das Dümmste, was man machen kann. No joke. Timo, aber unsere Shisha-Kohle ist weg. Nein. Bro, holy shit. Holy shit. Ich krieg meine Kaution safe nicht wieder, oder? Auch hier recorden Hits. Ja. Vor. Der kann so gut, jetzt doch mal mehr rauf und die Birne weg und hab kein Penis mehr. Ich bin ey, ja. Auf mein Arnold-Blog. Oh mein Gott. Ich schwör, Danny sieht aus wie eine Budget-Version von irgendeinem Model und wie dieses Eichhörnchen von Ice Age, dieses Sid. Danny Six fucking nice, weg in deine Mama, ey. Dann hat deine Vater, wow. Dann hat er zweimal einen Tag deinen Vater, fuck. Junge, was ist das jetzt abgegeben? Kevin ist so ein Messi-Digger. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt doch dahin fahren soll. Ich habe überlegt, morgen, übermorgen zu Kevin zu fahren. Das Ding ist, der Typ hat einfach immer noch diese scheiß Katzenkratzbäume da stehen, obwohl der nicht mal mehr Katzen hat. Damanakon, was ist mit dir? Ich will niemals wieder back, weil die Zeit nicht so war. Fick ein Fake, fick ein Bruder, Pepper, mach nie extra Uber. Ist das nicht Tilo gewesen? Ja, ne? Mumble Rap. Und ich tippe in den Buch, sondern ich mitnehme in den Buch, ey, ja. Ja, und alles, was ich schon tun kann. Nicht so, ha, ja, Autos und so. Das ist echt eine richtig gute Erklärung, Danny. Chillig, Danny. Ich glaube, der Producer weiß genau, was du meinst. Ja, halt nicht so. Hier sind richtige Experten am Start, Freunde. Also dieses. What for my neck, ja, deine Mom give it head, ja. Chilliger Flow, noch nie gehört. Ich sehe, die scrollen so ein bisschen Twitter durch, auf einmal höre ich das, Digga. Let's go, dude, I slam his ass. Not on his ass, I own it. Schneid es einfach raus, bitte, danke. Ich kenne keine zwei Leute, die so gern UFO wären wie die beiden. Das hat nichts mit Reflexen zu tun, warum solltest du den mal testen? Das ist doch kein Flex. Mann, Timo, Mann, du machst mich ein bisschen... Ich glaube, ich hab die Hook vorne. 3 Uhr morgens, Show up in the Bando. 4 Uhr, 13 Joints, ich bin voll auf Sendung. 4 Uhr, 13 Joints, Digga. Wenn du nach 13 Joints noch stehst... Big respect, Bro.
Big Respect. Dann hast du eine geisteskranke Toleranz aufgebaut, Kevin. Ich würde damit dann... Vielleicht ist das doch schon ein Moment, wo man zum Arzt gehen sollte. Guckt euch den Jungen an. Freunde, der Mann editiert diesen Vlog. Und das ist der Wecker von dem Mann. Wenn die Uhrzeit gekommen ist zum Aufstehen, dann fährt er einfach runter und fällt runter. Und dadurch wacht der Mann da auf. Der Mann. Ich denke, was rollt er? Er hört's nicht. Er hört's nicht. Er steht immer weiter. Der Lockdown tut uns allen nicht gut. Digga, hast du mich mal aufgestanden? Schnauze! Digga, kannst du eigentlich durch Furz jetzt mal No-Cap, kannst du welche Löcher in deine Hose punktieren? Was? Ich hab schon mal. Hast du gerade gefragt, ob man durch Furzen Löcher in seine Hose machen kann? Ja. Ich hab schon mal Furz angezündet, ne? Um zu gucken, was passiert. Digga, mein Arsch hat kurz gemacht, das war gar nicht geil. Aufs anderes Thema. Das ist eine andere Geschichte. Guck auf meinen Arm, seh die Uhr, ja, ich flexe. Droppin' bei die Uhr, 40 Racks. Ah, oh, Gott, na, Digga, ich switche. Du darfst nicht switchen. Ich weiß! Ich weiß! Kevin, we should be together. True. Let's go! Will eine Rolex, Daytona, Nofla. Timo, was macht der Mann da? Ich hab absolut keine Ahnung, was der produziert. What the fuck? Ja, nachdem Danny und ich irgendwie gefühlt erstmal für 2 Stunden nur Müll ins Mic gerappt haben, haben wir dann irgendwann angefangen, richtige Texte zu schreiben. Und da sind auch 1-2 nice Sachen rausgekommen. Hier ist ein kleiner Sneak Peek. Oh shit! Ja. Kann jemand Danny zum Friseur bringen? Nee, das geht nicht, weil beim Friseur braucht man einen negativen Corona-Test und keiner will Danny testen. Aber jetzt zu dem mein Bu. Part, warum wir Danny eigentlich auch eingeladen haben. Nicht nur fürs Musikmachen, sondern tatsächlich hat Danny immer ein bisschen Angst vor so Sachen. Deswegen dachten wir, ist es doch eine super funny Idee, wenn wir einfach mit ihm uns in eine Cessna setzen und einfach über Berlin drüber fliegen. Aber wir hatten folgendes Problem. Und zwar hat Danny um 16 Uhr an dem Tag einen Termin gehabt, wo er einen Pokémon-Booster gekauft hat für 700 Euro. Und der Modellflug war um 15 Uhr und ging 2 Stunden. Dementsprechend hätte sich das überschnitten und er hätte nicht mitkommen können. Okay, sollen wir Chef Strobel einfach mal anrufen, ob er vielleicht irgendwie so als letztes ein Pack macht oder so? Ich glaube, das wäre nice. Okay, pass auf, heute ist ja dein Pokémon-Opening, ne? Ja. Das sieht nach einer Menge Kiffgraskonsum-Kater aus. Und Danny hat ein Pack. Meinst du, es geht, dass du sein Pack irgendwie am Ende machst oder wäre das dann rigged? Nö, ich kann es ziehen und dann zur Seite legen. Oh, King, Digga, danke, Mann. Übel geil. Danke, Bro. Hey, Danny. Wir haben gerade mit Chef Strobel gelabert. Mhm. Der hat mich angeschrieben, dein Pack ist erst ganz am Ende dran. Weißt du was? Dass wir uns noch was überlegt haben und jetzt noch was mit dir machen? Ja, das wär. Will ich dir noch nicht sagen, aber du musst dich fertig machen. Wir fahren gleich los. Geile Aktion, Kevin. Timo, du musst da ein bisschen nach vorne rutschen, ja, Kollege? Ach, du heilige Scheiße. Der E8 ist ein absolutes Familienauto. Steht da eine Bon? Timo, du musst da... Wo? Fertig machen, wir fahren gleich los. Wo steht eine Bon, Chat? Dran. Hä, wo? Weißt du was? Dass wir uns noch was überlegt haben und jetzt noch was mit dir machen? Ja, das wär... Ich glaube, Kevin kifft nur Joints und Spritzen. Will ich dir noch nicht sagen, aber du musst dich fertig machen. Wir fahren gleich los. Timo, du musst da ein bisschen nach vorne rutschen, ja, Kollege? Ach, du heilige Scheiße. Meine 400-Euro-Sneaks gehen kaputt. Jo, meine Kong ist gefunden. So. Ich werde jetzt gefüttert. Von Daddy Danny. Mund auf, mein Süßer. Oh, fuck. Ich mach meine Gangstions. Ja. Ich lauf durch mit den Slimes, die mach ganz in der Zeit. Möcht niemand neu, der Boy. Ich mach meine Gang stolz, ja. Ich bin auf Tour mit den Slimes, die mich kannten zu einer Zeit, wo mich niemand kannte, der Boy. Hast du schon eine Idee? Tilo-Fans. Tilo, actually, korrekter Dude, muss man ehrlich sagen. Hype komplett gerechtfertigt. Danny, wo es hingeht?
Hier ist überall Feld, es geht irgendwie in die Luft, habe ich das Gefühl. In die Luft? Ja. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, Bro. Kevin hat die Schnauze. Okay. Wenn Leute sagen, ich bin aufgeregt, bin ich noch mehr aufgeregt. Ey, Danny, no joke, du wirst es hassen. Ey, ihr seid solche Ficker. Siri, ruf Mama an. Wir gehen heute alte Männer waschen. Jetzt go! Ah, da ist das Schild. Oh, was ist das für ein Schild? Ach du Scheiße. Ramund Flugplatz. Oh, dicke, die Straße alleine ist schon. Boah, Bruder, holy shit. So, schön. Auf geht's. Rein in mein Dickmaul. Mann, ich bin alles andere als bereit. Ich kann hier nicht mehr auf diesen E8 aussteigen. Lass dich, oh, what the fuck. Treten durch unbefugte Verboten. Ja, ich glaube, da müssen wir rein. Oh, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Mit wem wir labern müssen, whatever. Oh. Was steht denn da? Oh mein Gott, let's go! Ich bin ein bisschen aufgeregt, Alter. Die unterschreiben gerade dieses Ding, dass man, wenn man stirbt, dass es fein ist. Ich weiß immer nicht, was es ist. Ich muss übelst aufs Klo. Wie viel zahlt man für so eins? Nur für ein neues eine halbe Million. Die gebrauchte kriegen sie schon ab 50.000. Halbe Million kostet sowas neu. Ist mir aufgefallen. Das ist überhaupt das dritte Mal, in dem ich ein Flugzeug sitze, ne? Ich bin bisher einmal nur hin und zurück geflogen. Nach dem Leber. Bei mir ist es das erste Mal. Chillig, Digga. Der Pilot auch stabile 83 Jahre alt. Wir haben auch so einen Flieger. Ach, komm. Du Scheiße, dich. Kevin, hör auf, Digga. Ich bin auch so nervös. Ich hasse dich so sehr, Digga. Ich will es nie verzeihen. Oh, shit. Digga, der soll Saltos machen. Nimmt Kevin Drogen? Klar, what the fuck, jeder Coole nimmt Drogen. Joe Biden als Pilot, Digga. F to the rip. Freunde, wir landen jetzt. So, sind wir mal hier wieder angekommen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. Boah, Digga, das war übel. Und zu Hause erstmal fett kacken, sagst du. Ja, ich schwöre, ich muss so dick aufs Klo. Ach, Digga. Timo, ich hasse dich so sehr, ne? Kerl, du erzählst, dass du es geplant hast. Nee. Du kleiner Hund, Digga. Hey, du sollst froh sein. Digga, du bist halt nachts umgepickt. 4 Uhr, 13 Joints, ich bin voll auf Sendung. 5 Uhr morgens, Cops halten an, ich komme locker durch. Yeah. Und check erstmal den Dollarkurs. Ich bin mir, also das schauen wir uns natürlich klar am Dienstag an. Ich bin mal gespannt, wann Kevin seine erste MPU hat, Kekwe. Ja, interessantes Video auf jeden Fall. Sehr, sehr nice.